Herzlich willkommen zur Videoandacht. Schön, dass ihr dabei seid. Hier drin treffen wir uns sonst immer zur Kinderkirche, aber heute gehen wir rüber in die Nikolaikirche zur Andacht. Oh, da kommt auch Thea. Achtung, Thea, Fahrrad! Oh, gerade noch mal gut gegangen. Habe ich da gerade einen Schutzengel gesehen? Vielleicht. Kommt mit. Herzlich willkommen in der Nikolaikirche. Der Sonntag dieser Woche heißt Invocavit, das heißt, er wird mich herausrufen. Was das heißt und um wen es da geht, das klären wir später. Ich bin neugierig, ob wir jetzt hier in der Kirche vielleicht auch irgendwo Engel entdecken können. Seht ihr irgendwas? Ja, seht man da oben. Der Engel da sieht aus, als würde er aus dem Bild kommen. Ja. Eine tolle Idee von dem Maler, von Friedrich Oeser. Der Friedrich Oeser, der hat zu einer Zeit gelebt, als die Menschen schon sehr viel von der Wissenschaft hielten, als sie alles verstehen wollten. Und trotzdem hat er so himmlische Wesen gemalt, als Zeichen dafür, dass wir Christen Dinge erleben können, die über das Verstehbare und Beweisbare hinausgehen. Da oben ist noch ein Engel. Der Friedensengel, auch von Friedrich Oeser gemalt. Entdeckt ihr was auf dem Bild? Irgendwas fliegt da mit. Siehst du es, was es ist? Ja, eine Taube. Wahrscheinlich die Friedenstaube. Der Engel bringt uns Menschen den Frieden von Gott in unsere Gedanken, in unsere Herzen. Und wenn wir den Frieden von Gott haben, dann fällt es uns viel leichter, miteinander im Frieden zu leben. Guck mal, hier wurde ich getauft. Mein Taufspruch hat auch was mit Engeln zu tun. Kennst du deinen Taufspruch? Ja. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen auf allen deinen Wegen. Dieser Spruch wird ganz oft gewählt, weil alle Eltern sich wünschen, dass die Kinder beschützt und behütet durchs Leben gehen. Aber das ist auch umgekehrt. Ihr Kinder wünscht euch natürlich auch, dass die Eltern beschützt durchs Leben gehen und auch alle anderen Menschen. Wir haben in der Kinderkirche uns Gedanken darüber gemacht, welche Engel wünschen wir uns für diese Zeit. Und die Kinder haben tolle Bilder dazu gemalt. Der Engel von Moritz, der ist ganz stark gegen Corona. Der hat eine Spritze in der Hand und so eine Art Abwehrschild. Und der Engel von Clara, der bringt Hilfe. Der ist ganz schnell auf dem Skateboard unterwegs. Der Taufspruch von Thea stammt aus Psalm 91. Hier oben auf dem Altar liegt eine Bibel. Raphael, würdest du uns mal vorlesen, wie dieser Spruch weitergeht? Ja. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ja, setzt euch erstmal, ihr Lieben. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Wer sagt das? Gott sagt das. Und er meint damit nicht nur ihn, der ihn anruft, sondern auch sie, jeder Mensch kann Gott anrufen. Und Gott ist bei uns in der Not. Wie passt das mit den Engeln zusammen? Wünscht sich Gott nicht eigentlich, dass die Engel uns auf Händen tragen und uns gar nichts passiert? Und jetzt plötzlich ist er bei uns in der Not? Aber ja, auch wir Christen kommen in Not, auch wir Christen haben Sorgen.
und Fragen und Ängste. Aber das Gute, wir sind niemals allein in der Not. Gott ist da, Gott, mit dem wir reden können, der uns hört, der wie ein Vater uns lieb hat und der uns manchmal einen Engel vorbeischickt. Vielleicht einen lieben Anruf, vielleicht ein Fremder, der einfach zur Hilfe eilt, vielleicht ein Sonnenstrahl, ein schönes Lied, ein guter Gedanke. Ein Engel aus Gottes Wirklichkeit. Und ein weiteres Wort, was da vorkommt, was ziemlich scharf im Text auftaucht, ist herausreißen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil uns damit versprochen wird, dass wir, selbst wenn wir in der Not leben müssen, doch irgendwie auch ein Licht am Ende des Tunnels sehen und dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott uns aus dieser Situation befreien wird und dass sich irgendwann etwas ändern wird und dass eben wir nicht nur dieses Leben haben, sondern auch ein Leben nach dem Tod, worauf wir uns freuen können und worauf wir hoffen können. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, heißt es. Jetzt frage ich mal euch Kinder, welche Telefonnummer hat denn Gott? Ich glaube, ihr wisst es alle. Wir brauchen nicht mal ein Handy dazu. Wir brauchen kein Internet, um Gott anzurufen. Wir können einfach in unseren Gedanken leise oder auch laut mit ihm reden. Und er hört uns. Manchmal haben wir ja so einen klaren Plan, wie Gott uns zu erhören hätte und dass es auch bitte schnell geht mit der Hilfe. Aber das ist, glaube ich, nicht immer das Richtige. Wir müssen Gott seinen Zeitplan lassen. Gott weiß, was für uns gut ist. Er hört uns. Und wir wollen euch, Kinder und auch Sie am Bildschirm, dazu einladen, jetzt mit uns, mit Gott zu reden und zu beten. Gemeinsam wollen wir beten und Fürbitte halten. Gott, wir bitten für die Menschen, die traurig sind und Angst haben. Lass sie spüren, dass du trotz allem bei ihnen bist, sie bei dir Schutz finden und sich anlehnen können. Wir bitten für die jungen und alten Menschen, denen die vielen Anforderungen und Aufgaben auf der Arbeit, in der Schule oder der Familie über den Kopf wachsen. Lass du sie zur Ruhe kommen und Augenblicke erleben, in denen sie neue Kraft und Zuversicht schöpfen können. Wir bitten für all die Menschen, die krank sind, denen es nicht gut geht, die einsam sind oder die jeden Tag nur grau sehen. Werde für sie zur Hoffnung und zu einem hellen, warmen Licht. Wir bitten für all die Menschen, die in Streit leben, die anderen wehgetan haben oder selbst verletzt wurden. Schenke ihnen Mut, offen aufeinander zuzugehen und sich zu verzeihen. Wir bitten für die Menschen, die an vielen Stellen in unserer Gesellschaft Entscheidungen für andere fällen müssen und Verantwortung übernehmen. Verleihe ihnen Weisheit und einen mitfühlenden Blick. Wir denken auch an die vielen Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden müssen, die überall auf der Welt in Lagern ohne festes Dach über dem Kopf und ohne warme Kleidung zu überleben versuchen. Schenke du ihnen nicht nur Hoffnung, sondern auch eine wachrüttelnde Stimme, damit wir sie in unserem Alltag nicht vergessen. Und wir laden euch und sie jetzt ein, gemeinsam mit uns ein Lied über Engel zu singen. Schicke deine Engel, damit wir
Und gemeinsam wollen wir beten: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, heute und in der kommenden Woche. Amen.